Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Ich habe gerade eben beschlossen, dass das die erste Folge im neuen Jahr wird. Sie ist auch im neuen Jahr aufgenommen, von daher das Video, was wahrscheinlich hier nachkommt, ist noch, naja, ich sag mal Altbestand, aber naja, gehört wohl noch zu einer Serie. Von daher könnt ihr euch darauf auch noch freuen. Also jetzt nochmal hier so eine kleine Unterbrechung. Ja, das neue Jahr hat angefangen. Für den einen besser, für den anderen schlechter. Also ich muss sagen, seit Beginn, Moment mal. Also seit Beginn meines Urlaubs am 18.12. letzten Jahres lief das alte und das neue Jahr nicht mehr so toll für mich. Angefangen mit Übelkeit auf meinem Geburtstag. Wir wollten schön essen gehen. Haben wir auch gemacht, aber da musste ich hart die Handbremse ziehen. Aber naja, es ging noch. Ja, was soll ich sagen? Dann Weihnachten war so okay, so lala. Sage ich jetzt mal ja, und dann die Hiobsbotschaft nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag ging es mir mies, ein bisschen Fieber, ein bisschen niedergeschlagen, Gliederschmerzen, Corona-Test gemacht, war alles schön, alles toll. Naja, den Samstag dann nach Weihnachten letzten Endes, also das Ende der Weihnachtswoche, ja, an dem Samstag habe ich dann nochmal einen Test gemacht und siehe da, yippie-a-jo, der Klaus hat zwei Striche. So, naja, die haben wir bis heute, mir geht es so halbwegs. Okay, sage ich jetzt mal. Also könnte natürlich besser sein, klar, aber ich sag mal, ich habe es alle beisammen. Fieber ist jetzt aktuell gerade nicht. Von daher habe ich mir jetzt gedacht, da ich ein bisschen scheiße aussehe und das ändern möchte, würde ich mal sagen, versuchen wir jetzt mal das neue Jahr einzuleiten mit einer vernünftigen Rasur und ab da denken wir dann positiv nur noch nach vorne. So, der ein oder andere hat es schon gesehen. Ich war mal bei Gießen und Forsthof letztes Jahr. Und habe mir den Zoe mitgenommen in der meiner Meinung nach goldenen Männer-Edition. Das ist meine. Kurze Sneak Peek. Das ist der meiner Frau. Wir haben so ein Partnerset genommen und schön mit der abgeschrägten Ecke mit dem anderen Griff. Ich meine, der Kopf ist an sich der gleiche. Also ich finde ihn echt gelungen. Also schönes Design. Da an der Stelle Hut ab an die Verantwortlichen, hab da was Schönes zusammengezaubert. So, ja, versuchen will ich es heute mit einer Falcon Carbon, die ihr sicher jetzt hier schon halbwegs auf dem Schirm habt, die einen oder anderen, die das Ding kennen. Das ist eine Carbonstahlklinge, das heißt, die kann rosten. Carbonstahl hat aber auch noch eine kleine Eigenschaft gegenüber den Stainless Steel oder Edelstahlklingen. In der Regel lässt sich Carbonstahl schärfer schärfen als jetzt Edelstahl. Das ist eigentlich so eine technische Eigenschaft, die ist einfach da. Wieso, weshalb, warum, würde ich mal vorschlagen, geht Metallurgie studieren oder ähnliches. Da werdet ihr da auf des Rätsels Lösung kommen. Aber fragt Messerschmiede und Messerschleifer und auch Scherenschleifer, die werden euch alle bestätigen, dass Carbonstahl in der Regel einfacher zu schärfen ist und schärfer ist. Was natürlich der Nachteil ist, definitiv die Dinger rosten. Von daher nach dem Hobeln aus dem Hobel rausholen und schön trocknen und beiseite packen und im Zweifelsfall halt auch entsorgen. Aber definitiv am besten nicht vergessen, sonst habt ihr das Problem, dass ihr dann halt die Rostflecken da drin habt und naja, bei Bakelit und anderen Kunststoffhobeln kann sich dann das Rost auch noch in den Kunststoff fressen. Das ist dann nicht so toll. Ich hatte da mal ein paar Hobel, so einen schönen alten Benhur. Der hat dann leider so braune Flecken im Bakelit. Das sieht echt eklig aus. Und naja, selbst mit Reinigen kommst du da nicht weit. So, Seife. Sie muss weg. Nicht, weil sie schlecht ist. Einfach nur, damit die Dose leer ist. Damit da was Neues rein kann. Ja. Gut, für Last Mile, Sauvage. Wie ich immer wieder sage, die soll nach diesem Sauvage Eau de Toilette riechen. Oder wie das Zeug heißt. Oder Eau de Parfum. So, da ich die Tret habe, wir haben es abends, ich habe nichts mehr vor, habe ich mir gedacht, nehme ich die Noxerma als ASB. Und sollte bei der Tret was schief gehen, habe ich hier noch das ProRaso Reparationsgel. Ja, Gel Reparatore heißt das Zeug wirklich. Link kommt definitiv unten in die Videobeschreibung. Ach so, italienisch geht es weiter. Ich habe mir auch noch einen Omega-Schweinepinsel rausgesucht. Der dürfte heute da gut seinen Dienst leisten. So, als erstes wollen wir den zerlegen. Da ist wieder meine Kunststoffscheibe drauf. Das ist mein Fetisch. Vielleicht gibt es die bald auch bei, wie heißt es schnell nochmal?
Vielleicht bekommt ihr die auch demnächst bei Gießen und Forsthof. Ich habe da mal ein gutes Wort für diese Kunststoffscheiben eingelegt. Letztendlich ist es ein Centartikel und meiner Meinung nach für den ambitionierten Rasierer, der halt ein bisschen drauf achten möchte, definitiv meiner Meinung nach ein kleines Upgrade. So, da haben wir es. Rechts und links. Sieht sehr symmetrisch aus. Das sieht schön aus. So, dann. So, jetzt seht ihr, warum die alle werden soll. Ich glaube, ich muss was mal machen wie der Jens. Mal jeden Tag rasieren. An der Stelle nochmal frohes Neues und schöne Grüße. Übrigens auch an alle anderen, nicht nur jetzt speziell an Jens. So, dann, wie es so schön heißt, auf zur ersten Runde. Ja, schon fast zu viele Haare. Schauen wir mal, wie gut das geht. Das juckt an der Nase. So, ich würde sagen, bevor ich da jetzt wie wild gegen den Strich nochmal hampel, mache ich nochmal so einen mit Strich quer so ein bisschen. Mal gucken. So, ich würde sagen, jetzt können wir in die zweite Runde. Hauen wir noch mal ein bisschen Schaum rein und dann gucken wir mal. So, der ist jetzt auch etwas dünner. Das war auch bewusst so gewählt. Schauen wir mal, wie es sich jetzt gibt.
So. So, wollen wir es mal gut sein lassen, würde ich sagen. Ich hau jetzt mir den Schaum aus dem Gesicht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Also deutlich menschlicher, nicht mehr so viel Tier. Ja, was gibt's zu sagen? Ich fange mal, ja, eigentlich bei der Klinge an. Die Tretkarbon hat ihren Dienst getan. Jetzt ist die Frage. War der Gießen-Forsthof Zoe so die richtige Wahl oder hätte ich vielleicht lieber einen offenen nehmen sollen bei diesem, ich sag jetzt mal, wochenlangen Gewülst im Gesicht? Also, wie ihr gesehen habt, so mit 2,5 Durchgänge so ein bisschen was quer, um es halt noch, ich sag mal, vorzubereiten für den finalen Durchgang. Es war definitiv nötig. So, aber alles in allem, auch mit einem geschlossenen Kamm bekommst du meiner Meinung nach definitiv noch was Besseres hin, wie jetzt mit so einem 5-Klingen-Plasteteil. So, lassen wir das jetzt mal eingestellt. So, gehen wir mal auf die Schärfe ein. Also, ich habe ja schon einmal eine volle Punktzahlrasur gegeben. Ich habe jetzt wieder einiges nachgearbeitet. Ja, aber auch mit einem Zoe ist eine sehr gute, saubere Rasur möglich mit der Klinge. So, von daher, ich würde heute auch nur 4,5 geben, weil ich glaube, beim letzten Mal mit der Tretkarbon jetzt in dem normalen Gießen, also was heißt normal, in einem offenen Gießen Forsthof. Es lief ein bisschen anders, meiner Meinung nach. Es war schon ein bisschen der Kopf abgeschalteter, es ging einfacher, es lief sauberer. Kann an der zweiten Rasur auf der Klinge liegen, wer weiß. Also sie sind auch schärfer, aber eigentlich könnte es auch so, oder wird es wohl auch sein, dass die auch schneller an Schärfe verlieren. Das werden jetzt weitere kleine Versuche zeigen. Da bin ich gespannt, zu welchem Ergebnis ich komme. Aber alles in allem fand ich die Rasur bis hierhin super. So. Seife, die Sauvage, also je nach Geruchsrichtung bist du eigentlich mit einer Goodfellas meiner Meinung nach ganz gut dabei. Da kannst du fast kaufen, was du möchtest. Die gibt es auch schön in Kombination mit Aftershaves. Da hast du dann das passende Aftershave zur Seife gleich mit dabei. Dann riecht alles in einem vernünftig durch, was jetzt allerdings nicht heißt, dass man unbedingt die Seife zum Aftershave braucht, weil letzten Endes die Aftershaves übertünchen dann doch so stark den Seifengeruch, dass es eigentlich fast egal ist, welche Seife du vorher benutzt und wenn es geruchsneutral ist. Also jetzt nebenbei auch, ich habe jetzt immer so eine, wie heißt das schnell, Uro, die müsste aus Portugal sein.
Also die ist nur mit Rindertalg, die ist geruchsneutral. Also die kannst du dir auch so ins Gesicht schmieren. Da ist dann, wenn du halt Probleme mit Parfüm hast oder die holde Weiblichkeit bist oder einfach keinen Geruch haben möchtest, aus welchen Gründen auch immer, dann tut die gut ihren Dienst. So, ich habe mir heute ausgesucht Noxerma Cool Carbon. Aber ich bin jetzt mal hier so einen gekonnten Schluck ins Gesicht. Ein bisschen Menthol dran, macht auch Spaß. So, die Proraso Reparaturcreme haben wir nicht gebraucht, weil minimal was rot hier unten, so meine Problemecke, aber jetzt alles in allem nichts Weltbewegendes. So, gut. Kommen wir zur Bewerterei. Dafür mache ich dann hier schnell den Screen Record an. 3, 2, 1, dauert kurz. So, wie ihr seht, der dritte erste, also ist wirklich meine erste Rasur dieses Jahr. Rasierer Gießen Forsthoff Zoe Classic Gold Klinge. Falcon Carbon. Pinsel hatten wir Omega Reine Borste Rot. Pre-Shave gab es nicht. Schau. Gut, verlass mal Savage. Aftershave, Noxerma Cool Carbon, da haben wir es. Zusätzliche Pflege, keine gebraucht. So, und auch hier, wie gesagt, ganz locker flockig, 4,5 Sterne. Speichern, kein Foto, kein Social Media, nichts. Und einmal auf Stopp. Das war es dann schon soweit von dem Ding. Ja, sollte euch das gefallen haben, einen Daumen nach oben gut. Unten könnt ihr kommentieren, abonnieren, diskutieren. Vor allem das Abonnieren, das bringt halt dann doch den Kanal noch ein kleines bisschen nach vorne. Das wäre halt schon noch was Schönes. Ja, ansonsten solltet ihr Anregungen, Vorschläge haben, mit was es vielleicht auch im neuen Jahr weitergehen soll oder weitergehen kann. Ist irgendwo ein Rasierer, den ihr noch mal sehen wollt, eine Klinge, die ihr so auf dem Schirm habt, wo ihr mal sagt, ey, probier die vielleicht mal aus oder. Ja, vor allem probier es aus und sag was dazu. Ja, weil ich immer, es ist zwar immer nur meine kleine feine Meinung, aber im Allgemeinen kann man schon sagen, Klingen, die einen guten Ruf haben. Ich meine, ich informiere mich auch so ein kleines bisschen, die funktionieren auch in der Regel bei vielen Leuten relativ gut. Ne? Klar hat da jeder so ein bisschen nur seine Pros und Cons und seine kleinen Vorlieben, was so die Schärfe und die Schnitthaltigkeit angeht, aber alles in allem, glaube ich, kann man schon teilweise unterscheiden in gute und sehr gute Klingen. Und ich sag mal, gute und sehr gute, da muss dann halt jeder für sich selbst rauspicken, was es ist. Ja, wie gesagt, solltet ihr da irgendwelche Wünsche haben, haut's einfach raus unten in die Kommentare. Und ja, das war's von mir. Euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende, ein schönes neues Jahr und ja, auf einige schöne Videos für euch, mit euch und ja, mit mir. Bis dann. Tschüss.